Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei dieser Folge von Mount & Blade 2 Bannerlord live auf Twitch. Folgt mir das nächste Mal gerne auf Twitch, wenn ihr selbst mal live dabei sein wollt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß hier in Calradia. Und wir können ihn noch nicht benutzen. Wie praktisch. Geschossgeschwindigkeit halt 180, Alter, das ist schon gut. 75 Geschwindigkeit, das ist klar, der ist halt langsamer als andere Bögen, Waffenrang 6, aber 180 Geschossgeschwindigkeit, das ist echt mega. Die kann den nutzen, guck mal. Erstmal kriegt die den. Ne? Ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass sie ihn hat, dass wir den dann später nehmen können. Und dann geht's wieder runter hier zu unseren Armeen. Solange wir noch im Krieg sind, aber die ziehen sich gerade irgendwie zurück von der Front, habe ich das Gefühl. Auf geht's, nutzt die letzten Kriegsmonate. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch was wird mit der Blandischen Burg. Ich habe milde Bedenken. Oh. Weil die erobern halt die ganze Zeit immer nur andere Burgen und nie eine Blandische. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Aber vielleicht können wir hier die Belagerung verhindern. Ich lasse mal die Zeit laufen. Ich muss aber wirklich gucken, dass wir sofort stoppen, wenn irgendwie eine gegnerische Armee in die Nähe kommt. Wie viele Verteidiger sind hier? 181, okay. Oh. Da kommt unsere Armee in die Nähe. Ja, perfekt. On my command! Sergeants, take command! Okay, aber die Kavallerie mir nach. Stay close! Der Tag mag kommen, dass diese Burg fällt und zurück in die Hände der Sturgiana fällt. Aber dieser Tag ist noch fern. Sorry, ich kann nur die Herr der Ringe reden. Ich kann nichts anderes. So, ich lenke mal deren Kavallerie ab, dass die nicht auf unsere Bogenschützen geht. Aber eigentlich könnte ich stattdessen auf ihre Bogenschützen gehen. Guck mal. Ich umreite die mal ein bisschen. Oh. Ich sollte auch nach vorne gucken, wenn ich nach vorne reite, ne? So. Sammelt Männer! Sammelt euch Männer! Angriffslinie bilden! Vorwärts! Auf die Bogenschützen! Weht sie nieder! Okay, und dann Kavallerietaktik, ne? Erstmal wieder ein bisschen Abstand gewinnen, nicht so weit. Und dann wieder voran. Spieß voran, auf und dran. So, wieder Abstand gewinnen. Oder hinten kommt die an. Oh, die restliche Kavallerie. Das war jetzt nicht so gut. Vorwärts! Macht sie nieder! Nieder mit den Barbaren! Oh, da steht noch ein Bogenschütze.
Okay. Auf geht's. Vorwärts, Männer! Aber ich brauche wieder einen Speer auf dem Pferd, ne? Mir fehlt ein fünfter Waffenslot. So. Was machen ein Mensch, ein Elb und ein Zwerg hier auf der Riddermark? Genau. So. Vielen Dank, dass ihr uns den Hals gerettet habt, Eral. Ihr seid ein wahrlich guter Freund. Nein, gewährt mir die Ehre des Krieges und macht euch, auch euch selbst alle Ehre. So, den verhafte ich mal. Komm mal da hoch. Und dann gucken wir mal, ob wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann bringt es ihr was. Warte mal. Nee, uns bringt's nichts. Wir rüsten erstmal sie noch ein bisschen aus. Weil es Schützen, glaube ich, mit so Plattenhandschuhen, das ist ein bisschen scheiße, oder? Okay, wir können sie nicht gebrauchen. Tenji auch nicht. Aramethik kriegt jetzt einfach mal. Aber sie kriegt hier die... Ja, die Kettenbeinlinge brauchst du auch nicht. Okay. Was sagt denn unser Schild eigentlich? Das können wir auch mal austauschen, ne? So. Viel besser. So, ich muss mal kurz meinen Tisch ein bisschen umorganisieren hier. Also, den Rest nehme ich, glaube ich, mit zum Verkaufen. Okay, das haben wir geschafft. Dann können wir jetzt hier nochmal eine Burg erobern gehen zum... Ah, wobei, ja, der Krieg ist eh vorbei. Der Krieg ist vorbei. Die Männer dürfen nach Hause. So, die Wanderin. Na, die können wir als Speerin einsetzen, das war's aber auch. Ja, das brauchen wir alles nicht. Dit brauchen wir alles, it. Aber die 35.000 Gold brauchen wir. So. Dann stocke ich mal Käse noch auf. Davon haben wir ein bisschen wenig. Trauben haben wir auch wenig. Können wir alles aufstocken. So. Ja, wenn der Krieg vorbei ist, dann gucken wir mal in Lageta vorbei, wie es da eigentlich mittlerweile aussieht. Ne, ist ja unsere Stadt. Und natürlich kämpfen wir erstmal, bevor wir uns überhaupt angucken, was in der Stadt so läuft, kämpfen wir erstmal im Turnier. Nein! Oh, der Bogenschütze hat ihn erwischt. Oh, das ist unser. Moment. Der hier eher. Also treffen ist gerade nicht meine Stärke, ne? Ah, der ist tot. Ich wollte ihn einfach nur ärgern, dass er Pferd wegreitet. Das habe ich geschafft. So, jetzt aber der Bogenschütze.
Sorry, Aramedic. Wir haben übrigens einen weiblichen Community-Namen frei. Also wenn jemand Lust hat, dann gerne melden. Als Schützenmeister. Also Kommandant der, der Bogenschützen. Ne? Moin Salty, hau die um! Aber das sind Elite-Kataphrakt. Ne? Die sind halt stark. Also stark gepanzert. Aber weg sind sie. Sehr gut. Dann nächste Runde, wenn zwei sich streiten. Ihr kennt's ja. So, Runde weiter. Sorry, Tenji. Sorry. Sorry. Okay. Halbfinale. So. Denken sich die Gegner gerade. Wie geht's dir, Salty? Alles gut? Hoffe, du hattest einen guten Wochenstart. Na komm. Elite-Kataphrakt, ich glaub's ja nicht. Dann lässt er erstmal seinen Streitkolben los. Na komm schon. So. Hat er mich hingelegt, bin ziemlich am Arsch. Also ein guter Wochenstart, ein produktiver Wochenstart. Habe ich auch einen Sound für übrigens. Today was a... wie war es nochmal? Productive damn day. Okay, dann schauen wir mal. Lageta, Sicherheit ist ziemlich hoch. Das ist sehr gut. Treue steigt sehr, sehr langsam. Immerhin fällt sie nicht weiter. Nahrung wird immer mehr rangeschafft. Miliz baut sich langsam aber sicher auf. Wie sieht's aus mit dem Bauen? Na, ein bisschen wird gebaut, aber jetzt können wir hier mal ein bisschen Geld reinpumpen, ne? Geht es ein bisschen schneller. Ich pack mal 50.000 hier rein. So. Dann geht es nämlich mal ein bisschen schneller. Mehr können wir hier nicht machen eigentlich, ne? Das heißt, wir können eigentlich nur weitergehen. Haben wir noch Gefangene? Warte mal. Nee, haben wir nicht. So. Na dann, gehen wir mal weiter von Turnier zu Turnier, würde ich sagen. So, ich muss gerade irgendwie, ist gerade, weiß auch nicht. Mach mal, mach doch mal so. So viel brauchst du nicht da einzahlen. Mach ich trotzdem, dann hältst du ein Weilchen. So, dann brauche ich nicht die ganze Zeit wieder hinrennen. Okay, hier ist kein Turnier. Wir brauchen noch einen Baumeister, glaube ich. Und einen... Ja, einen Vogt brauchen wir nicht unbedingt, weil Vogt macht auch Sinn, wenn ich das weitermache. Erobere Ortizia. Ja, ich will eigentlich eine vlandische Stadt jetzt langsam mal. Aber Vlandia ist sehr gut. Also Vlandia ist gerade tatsächlich so voll am Gewinnen die ganze Zeit. Die führen manchmal 4 Kriege parallel und gewinnen die aber die ganze Zeit. Aber ich muss es irgendwie schaffen, dass eine vlandische Burg eingenommen wird und ich sie dann erobere. Weil dann kann ich nämlich auch demnächst mal, einigermaßen demnächst mal in Richtung eigenes Königreich gehen. Deswegen mache ich auch jetzt in Friedenszeiten die ganze Zeit Turniere, dass ich weiter Ruhm sammle. Ist nur fürs Midgame da. Ach, die Stadt meinst du? Ja gut, aber ne, wir haben ja gerade keinen Krieg. So, ja, ja, für die Kriegserklärung. Oh ja, ja, komm. Können wir mal ein bisschen Einfluss ausgeben, um ein bisschen Verhältnis aufzubauen. Aber erstmal hier nochmal für ein Stück Rüstung. Ja.
Na? Jetzt ist es nicht mehr so lustig, oder? So, einer weniger. Nächste Runde. Oh, nicht mit Armbrüsten. Das war jetzt aber richtig Glück. Der hat die Lanze eingelegt. Warum kämpfen wir eigentlich die ganze Zeit gegen den König? Na, da war ich ein bisschen zu langsam. Egal, ich helfe dir mal kurz. So, und da hinten? Na, das packen wir auch noch, oder? Also dafür, dass Stangenwaffen hier deine Hauptwaffe sein sollen als flanischer Spießträger, kackst du aber richtig ab gerade, ne? So. Weil das eine Ehre war damals, dass der Typ sich aus Maul, sich mal auf den Gaul schwingt. Ah, wobei, es kommt immer drauf an. Also ich meine, grundsätzlich war es, glaube ich, schon eine Ehre, in einem Turnier gegen den König anzutreten. Aber je nachdem, wann man es sieht, war der König ja auch mit einer der mächtigsten Krieger, ne? Also die, so, wenn man tatsächlich ins Hochmittelalter schaut, dann wurden die Krieger ja immer von den Adligen geführt. Es wurde dann später anders, ne? Also wo dann, so in der Renaissance und sowas, wo der Adel sich dann ein bisschen weiterentwickelt hat, wo das dann viel Geldadel war aus den Städten und so, aber so im Hochmittelalter war es tatsächlich so, da hat der Adel die Kriege geführt. Und damit auch der König, immer zuvorderst. Aber gut, bei Turnieren. Ich finde das einfach auch Mobbing, oder? Okay. Ich habe gerade blandische Vorhaut gelesen. Erstmal gegen die blandische Vorhaut kämpfen. Das. Aua. Na komm. So. Mal sehen, was das Cape so kann. Oh, das ist sogar legendär geworden. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ist trotzdem schlechter als unseres. Ja, hat ja viel gebracht. So, Tenji könnte es brauchen. Wobei, kommen wir, Tenji kriegt immer als Erster, weil der halt der Infanteriemeister ist. Ja, dann kriegt Aramethik hier das andere mit Umhang. Und unsere... Ja, das hier verkaufen wir. So. Und eigentlich können wir wieder an die Front, oder könnten wir wieder an die Front gehen. Ich guck mal, ob ich noch ein paar Elite-Truppen abgreifen kann irgendwo. Und vielleicht sollten wir mal ein paar Schlachtrösser kaufen, ne? Ich guck mal kurz, wie viel wir zusammenbekommen. So, hier, den hätte ich gerne. Das hier sind Streitrösser. 96 da. Ja, komm, ich kauf mal 40 Stück. So. Für 91.000. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, warte, dann kann ich aber, glaube ich, sogar schon hier... Erstmal die... Wir haben nicht so viele Elite-Truppen. Ich rüste erstmal die hier auf. Na, wobei, kommen die 7. So. Okay, landische Ritter. Aber warum brauchen die jetzt nochmal ein Streitross, um weiter aufzusteigen? Das kapiere ich nicht. Das ist echt ein bisschen dämlich. Warte, für Elite-Truppen kann ich auch die Dörfer abreiten. Meistens gibt es auf den Dörfern sogar ein bisschen mehr, erstaunlicherweise, als in den Städten.
Für Krieg gegen Asari, ja. Rückt so viel in den Krieg, wie ihr wollt. Aber ich enthalte mich. Ich brauche den Einfluss für später noch. So viel in den Krieg rücken, wie ihr wollt, auf dass eine vlandische Burg erobert wird. Und ich sie zurückerobern kann und dann Herr einer vlandischen Burg bin. So. Keine Elite-Truppen. Ich mach mal ganz gemütlich, ne? Erstmal gemütliche Elite-Truppen und noch ein, zwei Turniere. Dann können die anderen sich schon mal abwackern da hinten. Schade, dass wir nicht zusammen auf einer Karte spielen kann. Absolut. Absolut. Ich meine, es wäre schwierig, das mit dem Timing hinzubekommen, weil ja theoretisch im Laufe einer Schlacht könnte der andere ja von hier von Praven bis irgendwo hier hinter Lageta oder Jalmaris oder sowas reiten, um bei einer Schlacht zu unterstützen. Aber wenn man wenigstens irgendwie gemeinsam als Gefährten in einer Armee halt kämpfen könnte oder sowas, das wäre auch mega cool. Und dann teilt man sich irgendwie das Kommando auf zwischen der Infanterie und der Kavallerie und so. Das wäre schon auch mega geil. Na komm, Einsatz brauchen wir eigentlich nicht. Aua! Aramedic ist eine Stufe aufgestiegen, sehr gut. Warte mal, ich gehe mal... Ich würde gerne dem helfen. Warum dreht er sich denn jetzt um? Da kämpft dagegen eine und was das Erste, was macht, ist sich wegdrehen, dass er sich nicht mehr verteidigen kann. Oh oh. Ich brauche Nahkampfverteidigung. Helft mir. Helft mir. Oh, gerade nochmal gut gegangen, ne? Oh, das war wirklich knapp. Aber wenn ich jetzt dahin renne, dann gehen auch beide in Nahkampf direkt, oder? Wahrscheinlich. Erst den gelben. So, dann sind wir nämlich auf jeden Fall eine Runde weiter. Was war das denn? Hallo? Ah, Mist. Das wäre toll. Ja, ja, das wäre tatsächlich geil, so auf einer Karte oder in einer Armee halt zusammen zu spielen, wenigstens. Und dann jede Schlacht erstmal anfangen, wie Theoden vor Minas Tirith. Eomer, führe deine Reiter an die linke Flanke. Genau, zusammen für Rohan. Gamlin, Folge des Königs Banner in der Mitte. Und wer ist der andere? Warte, ich bleib erstmal hier. Ich glaub Grimgold, ne? Grimgold, führe deine Schar nach rechts, wenn ihr an der Mauer vorbei seid. Ich würde alles anders machen, wie Ira das sagen würde. Dann wärst du nicht lange in meiner Armee. Also quasi so wie bei Project Zomboid, oder? So, ich sag, lass dich nicht beißen und du so, oh nein, schon zweimal gebissen. Dann gibt's Krieg. So, na komm. Einer weniger und da hinten fehlt noch der Armbrustschütze. Da mache ich Eomer für die Rittermark.
So. Nächste Runde, Leute. Beste Taktik. Entschuldigung, ich glaube, das war gerade laut für euch. Tut mir leid. So. Und einfach Legolas. Ich kill einfach alle cool in einer Strumpfhose. Der zählt trotzdem nur als einer. So. Das ist elbische Seide. Wahrscheinlich fast so stark wie Mithril, oder? Oh, warte, das war die Höhe. Ich mach kurz meine Armlehne hier ein bisschen anders, oder? Ah, okay, geht nicht anders. Egal. Weiter geht's. Finale Runde. Wo man tief lobt. Oh, das war nicht so beeindruckend. Na? Bau dich, komm zu mir. Ah, ich dachte, das Pferd rennt weg. So. Ich glaube, bald haben wir es geschafft. Bald sind wir Rang 4. Also Clan Rang 4. Aber dann brauchen wir halt immer noch irgendwie eine landische Stadt, ne? Am besten eine Stadt übrigens als Hauptsitz, glaube ich, des Königreichs des eigenen. So aus Geldgründen. Na, der Hai war nicht besonders gut. So, dann gehe ich mal noch nach Oxhall und hier nach Phrygian zwischendrin. Habt ihr Warband eigentlich auch mal gespielt? Also ein Vorgänger quasi, Mount & Blade Warband. Der hat mich nämlich damals so voll gecatcht irgendwie. Deswegen habe ich mich auch so auf Bannerlord gefreut. Und es ist eigentlich unglaublich, dass Bannerlord so lange im Early Access war. Das kam ja, glaube ich, 2016 oder sowas kam, glaube ich, Bannerlord in Early Access und ja jetzt letztes Jahr oder sowas in Release. Oder sogar noch früher. 2014. Auf jeden Fall war es sehr lange im Early Access, aber es ist halt auch ein sehr geiles Spiel geworden, das muss man auch echt sagen. Durchgespielt, mehr oder weniger. Also das heißt, die ganze Welt erobert quasi. Weil Warband hat ja keine Dings, ne? Keine Story-Kampagne, glaube ich, wie Bannerlord. Ich meine, die ist jetzt nicht krass groß und nicht krass geschichtsträchtig und sowas, keine Frage. Aber Warband war ja quasi einfach nur Sandbox-Mode. Ich war da auf Skyrim. Auch gutes Spiel. Auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich finde es ein bisschen doof, dass Skyrim irgendwie mittlerweile schon 5-mal rausgekommen ist und dann halt immer wieder mit anderen Modpacks, nenne ich es mal. Aber an sich ein super, super Spiel, keine Frage. Ich habe das Game ein- und Tag ein, Tag ausgespielt. Ich aber auch. Und als dann das mit Bannerlord kam und dann so, und da kannst du sogar Katapulte in den Belagerungsschlachten einsetzen und sowas. Und die schießen dann sogar in den Belagerungsschlachten und so. So richtig, richtig gut. Und dann das mit den Armeen. Das gab es ja bei Warband auch nicht. Da hattest du ja manchmal ein richtiges Problem, wenn du eigentlich theoretisch mit einer Armee unterwegs warst. Aber dann sind die alle die ganze Zeit geflohen, weil die halt immer dachten, in meinem Trupp sind nur 60 Leute. Aber dass da halt 10 Trupps waren mit jeweils 60 Leuten drin, das haben die halt nicht realisiert, die KI und so. Und wenn du dann jemanden angreifen wolltest mit der Armee, dann sind die anderen immer weggeritten. Und wenn es halt blöd gelaufen ist, bist du halt auch doch reingestürmt und so. Also das hatte schon noch seine Macken. Aber es war halt trotzdem catchy. Das muss man halt echt sagen. Aber da hießen die Vlandia noch nicht Vlandia. Wie hießen die? Svadia? Svadien war, glaube ich, das Königreich, ne? Die Sturgianer hießen noch ganz klassisch Nords. Würde mal dein Schild kaputt gehen, bitte. Aua.
So. Okay. Und Finale. Oh. Dann nimm eine Axt zum Schild kaputt machen, meinst du? Mein Problem ist, ich kann mir keine Waffen aussuchen im Turnier.